Ich bin eben der Christian Salmhofer. Ich werde jetzt mit Dag einmal kurz sehen, weil das bin ich. Also, das ist schon länger her. Ich komme übrigens auch aus der Südoststeiermark. Ich bin in Fürstenfeld aufgewachsen, in Weiz geboren. Also, ich bin so irgendwo in Feldbach und so überall mal in die Schule gegangen. Also, ich bin jetzt nicht Klimaexperte, weil das irgendwie so mir in die Wiege gelegt worden ist. Also, ich habe dreimal die Schulen gewechselt, ich bin zweimal durchgefallen. Ich war in der Schule eher als Paradebeispiel für den Assozialen, also ich war nicht so dieses Vorbild. Dann bin ich irgendwie zur Uni und habe dort auch nicht gewusst, was ich da tun soll und bin immer zu spät gekommen und irgendwann war ich so spät dran und alle wollten ein Thema nicht, das waren die Eisbohrkerne. Und weil ich eben der Letzte war, haben sie mir dieses Thema Eisbohrkerne auf den Tisch gelegt. Und da bin ich nach Hause gegangen und dachte, oh Mist, was soll ich jetzt machen? Jetzt, das kennt keiner, was soll das? Also das hat keinem interessiert. Gut, dann habe ich das gemacht, das war gar nicht so schlecht. Dann haben sie gesagt, okay, ich soll über Klimamodelle ein Diplomarbeit schreiben. Und ich dachte, oje, oje, das ist aber ganz was Schweres, das war wirklich schwer. Aber habe auch nicht so schlecht gemacht und bin irgendwie mit dem Studium fertig geworden, was auch ein kleines Wunder war. Und dann bin ich zum AMS gegangen, das war so 1992, wenn ich mich richtig erinnere. Und dort haben sie gesagt, Jobaussicht null. Da haben wir gedacht, na Mist, jetzt habe ich irgendwie die Schule geschafft, jetzt habe ich sogar Studium geschafft, aber Job null. Und wenn mich eher die Menschenrechte interessiert und so, dann haben sie plötzlich jemand gebraucht, der in Gemeinden geht, über das Klima referiert. Das war nämlich das Klimabündnis. Da haben sie ein Projekt gemacht zwischen Gemeinden und den Völkern von Amazonien, also den Indigenen, wie man die Ureinwohner jetzt nennt, also Indigene. Und da haben wir gedacht, okay, schaut ganz gut aus, weil es geht ja auch um die Menschenrechte für die Menschen, die dort leben im Regenwald. Und dann haben sie gesagt, ich soll in Gemeinden gehen. Da haben sie gesagt, ach, das kann ich nicht. Ich bin da irgendwie froh, dass ich mal überhaupt raus bin und jetzt soll ich da noch irgendwelche Vorträge halten. Das kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, aber dann kann ich das nur, weil ich bin ja selber ein Konsument. Also ich kann nicht den Leuten sagen, tut's das, wenn ich selber das nicht schaffe. Und dann habe ich mich 1992 in Fürstenfeld vor einer Hausmauer fotografieren lassen. Mit Schokolade, mit, damals war ein Waschmittel Palmöl drinnen. Natürlich Coca-Cola, Zigaretten, Bananen, und so. Das bin halt ich. Und ich habe dann damals noch lustig Leuten, ich bleibe Entwicklungshelfer in Österreich. Also ich habe nicht gesagt, ich bin Klimaexperte, sondern ich will hier helfen, damit die Menschen hier kapieren, dass sie was tun müssen, inklusive mir selbst. Und nicht in Afrika oder in Südamerika. Weil ich glaube, jeder Mensch kann sich eigentlich eh ganz gut selbst helfen, wenn man ihm nur die Chance gibt. Naja, und dann bin ich halt so irgendwie dahin. In den Gemeinden war nicht so schlecht, es waren damals noch Dia-Vorträge mit Overhead und all diesen Dingen, also das in dem Sinn keine Computer gegeben, keine Videobeamer. Dann ist meine Beziehung wieder auseinandergebrochen, das ist mein nächstes Dilemma, also mein Bürokollege war es natürlich, da bin ich psychisch ziemlich zusammengebrochen, dann nach Kärnten ausgewandert, dann merkt, oh Mist, jetzt bin ich da plötzlich in Kärnten, was soll ich da machen? Dann bin ich in Supermärkten als Fairtrade-Banane herumgelaufen und gesagt, was Gutes tun. Zumindest das Letzte, was ich noch schaffe. Ja. Und habe halt eben, was jetzt halt das Fairtrade-Gütesiegel ist. Und dann ist 2005, 2006 meine Frau ins Spiel gekommen. Die ist als Asylwerferin nach Österreich gekommen. Und der ist nämlich auch nicht gut gegangen. Gut, dann haben wir geheiratet oder wir wollten heiraten. Dann war das auch sehr schwierig, weil ihr wisst ja, es gibt da Scheinehen und sonderbare Definitionen, was man so in der Zeitung oft liest. Und wir haben gedacht, okay, das ist aber komisch, dass der Staat Österreich sich einmischt. Wir haben nicht ein Scheinkind bekommen, seht ihr da in der Mitte. Wir sind dann in die Steiermark zurückgeflüchtet zum Heiraten. Also wir waren dann sozusagen Binnenmigranten. Gut, meine Frau ist auch ein bisschen gescheiter wie ich. Auf jeden Fall haben wir viele sehr, sehr problematische Dinge geschafft, die im Nachhinein gedacht und gedacht, hoffentlich muss ich das kein zweites Mal mitmachen. Gut, inzwischen bin ich immer noch Klimaexperte oder das mit Entwicklungshelfer, was ich damals so eher
sarkastisch gemeint habe, ist irgendwie in der Realität ja eingetroffen. Ne? Ich bin 92, jetzt haben wir 2000, das ist schon ziemlich viele Jahre, 28 Jahre Entwicklungshilfe in Österreich und habe eigentlich nichts viel geschafft. Also ich habe nicht viel Bankenskandal, ich habe keinen, wie sagt man da, die Handelsbeziehungen zwischen den Staaten nicht unbedingt verbessern können. Also meine Macht war nicht groß, aber ich habe es probiert und jetzt sitze ich euch da und vorm Computer und muss euch erzählen, wie ich das Klima schützen kann, indem ich mich gut ernähre. Ich denke jetzt ein bisschen vermessen, also will ich da jetzt nicht mit irgendwelchen Fakten niederbügeln. Ja, wir haben ja zwei Krisen, derzeit ist ja Klima und Corona und da gibt es irgendwie ein bisschen Ähnlichkeiten. Ne? Beim Klima ist auch so, nicht? Die Gase in der Atmosphäre, die sehe ich nicht, nicht. Wir atmen ein und aus, also ich atme Sauerstoff ein, CO2 durch ausatmen, das gehört zum normalen Regelkreislauf. Ab und zu sehe ich Wasserdampf, das ist auch ein Treibhausgas, wenn es Nebel ist, da weiß ich zumindest, das ist Wasserdampf in der Atmosphäre. Andere Gase kann ich überhaupt nicht sehen. Der Virus, der Covid-19-Virus, ist auch unsichtbar. Und beide Sachen, Viren und die Gase, verteilen sich gleichmäßig um den Planeten. Also es gibt da keine Staatsgrenzen, es gibt keinen Reisepass. Und man sieht ja eh beim Covid, wie die ganze Welt plötzlich niedergefahren wird, weil die Menschen natürlich große Angst haben vor diesem Virus, weil der sich überall reinschleicht, ohne dass man sieht. Nur hoffentlich werden wir bald den Impfstoff haben und wir können diese Krise lösen. Beim Klima wird es ein bisschen schwieriger, weil das, was wir jetzt zu viel an Klimagas in der Atmosphäre geben, also Kohlendioxid, ist ja ein Produkt aus, ein Verbrennungsprodukt aus Kohle, Erdgas und Erdöl. Und wenn wir jetzt zu viel reingeben, dann wird erst die Enkelgeneration, die wird sozusagen das Fett abkriegen, also die werden leiden unter dem, was wir derzeit machen. Es ist noch schwieriger, in die Zukunft zu schauen. Also wir sind schon froh, wenn wir in der Früh aufstehen und den Tag so halbwegs gerade hinüberbiegen. Oder wer denkt schon wirklich an die Pension? Habe ich auch nie gedacht. Ich werde auch wirklich eigentlich nie eine haben. Aber egal, irgendwie muss man halt überleben. Und jetzt müssen wir dann noch vorausdenken, weil wir jetzt zu viel verbrauchen. Ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Jetzt gehe ich wieder mit drüber. Und es ist halt immer, es hat viel mit Lernen zu tun oder mit der Sichtweise. Ich setze da zum Beispiel, also noch Bezug nehmend auf meine Frau, die hat natürlich Deutsch lernen müssen, hat keine Ahnung gehabt, hat das müssen mit der Zeitung vor der Tür lernen, also hat auch keine Deutschkurse bekommen. Das hätte ich wahrscheinlich nie geschafft, in einem anderen Land die Sprache so zu lernen. Aber dann sind wir in die Supermärkte gegangen. Naja, und dann musst du erklären, was eigentlich so Österreich ausmacht. Und da ist zum Beispiel Fischbacher Alpen, sieht man, steirische Scherzel, Almeland, Spitzenqualität aus Österreich und so weiter. Also man denkt sich jetzt, da ist nichts dabei, ich kaufe heute, weil ich mache mal Brot. Aber wenn man mal genauer liest, denkt man sich, boah, was steht da für komische Sachen um, mit CO2-neutralem Strom erzeugt. Werden die Kühe da irgendwo in die Steckdose gesteckt, mit Fleisch von ausgewählten Bauern. Da hat mir meine Frau gefragt, puh, also sind das die Bauern, die ausgewählt werden oder die Rinder? Also man könnte ja da, auch wenn man es falsch versteht, vom Kannibalismus sprechen. Also Deutsch ist eigentlich ein bisschen eine schwere Sprache. Also ich bin jetzt 58 und beherrsche auch nicht so gut. Und andere sollen es natürlich noch besser lernen. Oder man geht in den Supermarkt, meine Frau ist Muslimin und die sagt, boah, the spirit of Austria, der Geist von Österreich, ist ein 80-prozentiger Alkohol. Da sage ich, nein, nein, das ist nicht der Geist von Österreich. Das ist halt einfach eine Werbung, die vielleicht missverstanden werden kann, aber das steht ganz normal im Spar-Supermarkt, so eine Kiste. Man darf sich da nicht wundern. 80-prozentiger Alkohol als the spirit of Austria. Und wenn man jetzt sozusagen die Perspektive ändert, und das ist auch durch meine Frau und durch die Heirat und so weiter, ist auch für mich einiges verändert worden, weil ich habe müssen die Welt nicht als Österreicher, wie sie mir die Kronenzeitung oder der Sebastian Kurz jeden Tag erzählt, wie toll wir sind, sondern ich habe müssen sehen, die Erde ist ein ganzer Planet, die Erde ist voller Menschen, voller Städte und so weiter, voller Länder, aber wenn man jetzt in den Weltraum rausgeht, und ihr seht es jetzt da, Europa von der Raumstation, von der International Space Station, also ISS, und
Natürlich werden die meisten Orientierung verlieren. Man sieht da jetzt nicht die Staatsgrenzen, wie man es im Schulunterricht lernt. Man weiß nicht genau, ist was Norden, Süden, Osten. Man kennt die Städte, sind nicht, wie sagt man da, beschriftet. Aber ich zeige euch jetzt, wo wir sind. Also jetzt sind wir da oben. Ihr seid, glaube ich, Leibniz und Südoststeiermark, also in diesem Raum. Gell? Das ist Graz, das dürfte Marburg sein, gell? Wenn ich das so richtig einschätze. Gell? Und da wahrscheinlich ist da Radgersburg oder so. Gell? Da ist Wien, da ist Bratislava. Also wenn man dann schon langsam sich orientiert von oben, sieht man eigentlich, wie schön. Man sieht auch die verschiedenen Lichter. Die blauen, das sind LED-Lampen. Die gelben sind eher so Halogenlampen. Also man kann da einiges an sonderbaren Dingen erkennen. Man sieht es beim nächsten Bild genauso. Man ist wieder von oben. Man verliert wieder die Orientierung. Man sieht keine Staatsgrenzen. Man sieht wirklich nur, wie lebt der Mensch hier oben auf dem, ja, auf dem Planeten Erde. Nicht oben, sondern unten natürlich. Ich zeige euch jetzt wieder Graz. Hier ist Graz, gell? Und da unten, da fährt man runter, Leibniz da irgendwo, gell? Südoststeiermark. Das könnt ihr dann gerne zu Hause mal nachschauen. Die Alpen sind nicht sehr dunkel, weil die sind nicht überall besiedelt. Also die Supermärkte sind nicht auf den Erdgipfeln oben oder die Parkplätze, sondern da sieht man nicht dann die Straßen durch die Alpen durch. In der Poebene unten hier in Italien, da ist alles sehr dicht natürlich, sehr produktiv. Da ist jetzt mein Cursor, da verschwindet er. Nächstes Ding, das wir überhaupt wegtun. Jetzt schon wieder. War wieder die gleiche Raumstation, der gleiche Planet. Eigentlich wieder die gleichen Länder. Und trotzdem weiß man schon wieder nicht mehr, wo man ist. Ich zeige jetzt trotzdem wieder Graz. Hier ist Graz. Hier ist Wien. Hier ist Bratislava. Da ist Klagenfurt-Villach. Also da bin ich jetzt gerade. Und die Astronauten, die schauen von oben runter und das sind Fotoapparate. Das sind jetzt keine gefakten Trump-News, sondern das ist so, wie man den Planeten von oben sieht. Und das ist wichtig, ne? Wenn man von Planeten von außen sieht, sieht man einfach die Dinge anders. Wenn jetzt hier in Brasilien und Bolivien die landwirtschaftlichen Nutzflächen und Teile vom Regenwald brennen, da sieht man natürlich nicht die weißen Wolken, sondern diesen grauen Schleier. Man sieht hier in Borneo, sieht man auch, das sind Palmölplantagen, die brennen. Also, das sind Dinge, die man einfach wahrnehmen kann von oben, wenn man den Planeten anschaut. Hier zum Beispiel sieht man, das ist die Taiga. Also, wenn man in Sibirien anschaut, da gibt es auch Brände im Sommer. Da dreht sich ein richtiges Tiefdruckgebiet. Hier ist der Baikalsee. Ja, da ist der Aralsee, den gibt es gar nicht mehr. Der ist schon ausgetrocknet, weil wir hier so viel Baumwolle angebaut haben. Da ist meine Frau her aus Kirgisien, da unten, also falls wer fragt, wie das ist nicht sehr weit weg, ist gar nicht so einfach, weil wenn man so weit weg heiratet, dann kann man eigentlich gar kein richtiger Klimaschützer mehr sein, weil wenn man einen Verwandtschaftsbesuch macht, muss man 6000 Kilometer fahren. Das ist natürlich schwierig. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, Klimaschutz ist nur, wenn man innerhalb von 50 Kilometer heiratet, damit man ja nicht allzu weit zu den Verwandten fahren muss. Aber wie gesagt. Also man sieht schon, es gibt viele Möglichkeiten, nicht so ein allzu guter Klimaschützer zu sein. Ja, das ist Australien, das war im Jänner noch, falls ihr euch erinnern könnt. Da waren riesige Brände und die haben da sehr gelitten im Südosten von Australien. Die haben jetzt gerade wieder eine Hitzewelle, also da geht schon wieder voll los mit 40 Grad. Also die kriegen den Klimawandel schon ziemlich ganz dick ab. Hier sieht man im August, falls ihr euch erinnern könnt, in Kalifornien, da waren ganz massive Brände. Man sieht das vom Weltall aus, diese bräunlichen, warte mal hier, das ist alles, was da zum Pazifik raus im Meer, die Rauchwolken. Also das sieht man vom Weltall aus. Ja, warum und wieso, ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich einmal nicht interpretieren, aber es ist deutlich sichtbar. Ja, von oben ist die Erde natürlich auch natürlich wunderschön. Man sieht hier die Wolken, wie sie am Plafond anstoßen, also wo sie sozusagen in diese Sperrschicht stoßen, wo die Klimagase sozusagen aufhören zu existieren, weil dann kommt sozusagen, danach kommt die Stratosphäre.
Das ist dann eine andere Schicht der Atmosphäre. Wir leben ja in der Troposphäre, also in der unteren Schichte. Und da ist es wichtig zu wissen, so eine kleine Quizfrage, die ich jetzt eh gleich beantworten werde, aber dass man ein Gefühl für die Atmosphäre kriegt, ist, stell dir vor, es ist Wandertag und ihr müsst einfach senkrecht raufgehen. Wie lange braucht ihr, bis ihr zur Obergrenze der Wolken kommt? Und es ist eigentlich sehr kurz. Man ist in 120 Minuten oben. Das sind 2 Stunden. Man geht so mit 5, 6 km/h. Und die Erde, also die Troposphäre, die ist nur 12 Kilometer im Schnitt hoch. Also das dauert nicht so lange. Aber weil wir nämlich im Religionsunterricht und überall der Himmel und der ist unendlich und wir liegen in der Wiese, dann schaut das Blau sehr unendlich aus. Also wir haben keine Ahnung, wo die Grenze ist. Die Flugzeuge fliegen hoch, das sieht man auch kaum. Man sieht nur ab und zu einen Kondensstreifen. Oben in der Raumstation, wenn hier ein Astronaut in der Raumstation sitzt, der sieht natürlich Kondensstreifen. Das schaut von oben aus, wie wenn ein Kreidestrich über die Erdoberfläche gezogen worden wäre. Man sieht hier natürlich diese Sachen. Das sind die Kondensstreifen. Und da schaut überhaupt nichts mehr unendlich aus, sondern ist die Atmosphäre dünn, wenn man von oben das sieht. Wenn die Kondensstreifen ausschauen wie ein Kreidestrich. Und da sieht man schon, wie der Unterschied ist zwischen sozusagen Mathematik, Geophysik und dieser Wahrnehmung, die ich habe, wenn ich in der Wiese liege. Ja? Weil man eben eher emotionell mit der Atmosphäre verbunden ist, über Himmel und Religion und all diese Dinge, aber nicht über die sozusagen über die wahre Messung oder über die Geophysik. Ich mache jetzt immer so einen kleinen rhetorischen Trick. Also wir sind ja auch die erste Generation oder jetzt schon die zweite, die Erde von außen sieht. Man hat vorher nie die Erde von außen sehen können. Also die Menschen sind kaum auf die Berge raufgeklettert, sondern da waren überall Grenzen. Nicht? Man hat die Länder durchwandern müssen. Das Flugzeug ist ja auch erst vor 100 Jahren mehr oder weniger erfunden worden. Also das ist alles sehr, sehr kurz. Und jetzt plötzlich müssen wir das alles erkennen. Also das ist nicht einfach für die gesamte Menschheit, schon gar nicht für Religionen, die nämlich seit Jahrtausenden verschiedene Gebote oder Verhaltensweisen uns einlernen wollen. Aber jetzt müssen wir ganz was Neues lernen. Wir müssen sozusagen unseren Planeten von außen sehen lernen. Und da kann man nicht sagen, wir sind selbst jetzt die Außerirdischen. Also nicht die vielleicht gar nicht kommen werden, die Exterritorialen, die ETs, weil sie den Kind diese Sendung kennt. Hier ist die Erde, man sieht hinterm Saturn fotografiert durch einen Satellit, Cassini hat er durchfotografiert. Also der Mensch hat da wunderbare Sachen geleistet. Er kann in der Welt herausfliegen und sogar Fotos zurückschicken. Aber das ist alles nicht sehr lange her. 1957 war das erste Lebewesen im Weltraum oben, also zumindest einmal durchgeschossen, durch die Troposphäre, also durch die ganze Sphäre, wo die Klimagase sind, raus in den dunklen Weltall. Und das war nicht eine Metallkugel, so einen halben Meter breit. Also gerade ein Hund hat reingepasst und haben sie raufgeschossen. Der Hund ist nicht tot zurückgekommen, der ist jetzt im Museum in Moskau, aber das war 1957. Also sehr, sehr kurz. Wenn man das durchrechnet, ist es wirklich, ja, ein Menschenleben, nicht einmal ein Menschenleben, und davor war niemand oben im Weltall. Im gleichen Jahr hat man auch das Messinstrument erfunden, das CO2 gemessen hat. Also jetzt nicht das Aus- und Einatmen oder dass der Baum sozusagen CO2 aufnimmt und Sauerstoff produziert über die Photosynthese. Nein, es ist darum gegangen, dass ein Messinstrument, da sind die Forscher rumgefahren in Kalifornien, die sind unten im Tal gewesen und haben halt gemessen, 315 Teile pro Million Teile. Also da steht da Parts per Million. Also das ist sehr wenig. Wenn man sich vorstellt, 1 Million Teile und davon sind nur 315 CO2, dann denkt man sich nicht allzu viel dabei. Da sind die auf den Berg raufgefahren, haben dort auch gemessen, 315 Teile pro Million Teile, haben gewusst, irgendwo ist in der Atmosphäre das CO2 immer schön brav gleichmäßig verteilt. Und dann haben sie in Hawaii zu messen begonnen und überall, wo es halt so, in Deutschland hat man erst zum Beispiel 1972 gemessen, also in der Luft, das CO2-Gehalt. Und der steigt jetzt da kontinuierlich an. Also damals haben wir gesagt, okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und jetzt 2020 sind wir auf ungefähr
417 Teile pro Million Teile. Das schwankt natürlich zwischen den Jahreszeiten. Aber jetzt sieht man, aha, okay, da passiert irgendwas und man gibt eben sehr viel neue CO2-Moleküle in die Atmosphäre durch die Verbrennung der fossilen Brennstoffe. Eben Kohle, Erdgas und Erdöl, das sind die drei Dinge, weil die fossilen Brennstoffe sind nichts anderes als wie aus der Erdkruste die ehemaligen Lebewesen oder Pflanzen, unsere Vorfahren sozusagen, verbrennen wir jetzt im Auto oder in der Heizung. Und das ist jetzt natürlich dann, verteilt sich in der Atmosphäre auch gleichmäßig um die Erde. Das ist sehr wichtig. Und natürlich durch diese Außenwahrnehmung hat der Mensch jetzt verschiedene neue Denkweisen erfahren. Die Astronauten, die auf den Mond geflogen sind, da haben nicht alle gewartet, boah, die werden jetzt zurückkommen mit super Geschichten vom Mond. Und die sind zurückgekommen auf die Erde und die haben aber gesagt, hey, wir nahmen alles auf uns, um den Mond zu erforschen und wir entdeckten das Wichtigste, unsere Erde. Also die haben uns Erdlingen oder das Bodenpersonal haben sie gesagt, hey, seid ihr verrückt, wir haben euch von oben gesehen, es ist unglaublich, rundherum ist nur schwarz und da ist ein blauer Planet und ich glaube, wir müssen da lernen, mit dem ein bisschen umzugehen. Das ist nicht irgendwo sozusagen im Supermarkt kann man seine zweite Erde bestellen oder heute ist im Sonderangebot was, sondern da gibt es nichts. Das ist das Einzige und rundherum ist nur schwarz. Und diese One-World-Perspektive, also die Erde, das Gesamtes wahrzunehmen, das ist eigentlich durch diese Raumfahrt entstanden. Es gibt sogar eine psychologische Krankheit, die nennt man den Overview-Effekt. Das hat ein Psychologe 1987 so definiert, weil alle Astronauten sind zurückgekommen, also nicht was die Kämpfer und ziemliche Egos, weil da muss man trainieren. Das ist eine ziemlich anstrengende Sache, ein Astronaut zu werden. Aber die sind zurückgekommen, eigentlich nicht mehr als Egoisten, sondern gesagt, puh, also das ist sozusagen eine spirituelle Erfahrung, das muss ich erst verarbeiten, was ich da gesehen habe. Also die sind eigentlich sehr alle Umweltschützer geworden, logischerweise, weil sie von oben das gesehen haben. Das ist sozusagen, es gibt ja in Summe, ich weiß nicht, ob Sie das wisst, also es sind nicht einmal 600 Leute seitdem in dem Weltall gewesen. Also das geht jetzt sukzessive so dahin, aber wenn man sich vorstellt, von 9 Milliarden Menschen waren gerade mal 600 Leute oben, also da ist eine verschwindend kleine Minderheit, die natürlich nicht so einfach alle anderen überzeugen kann. Deswegen haben wir schon oft die Idee gehabt, am besten wäre es gewesen, man hätte Trump draufgeschossen in die Raumstation. Vielleicht hätte er dann ein bisschen mehr Empathie oder Emotionen zum Planeten gezeigt und hätte nicht so viel Blödsinn geredet. Was noch sehr wichtig ist, damit ihr versteht, wie wir uns überhaupt als Menschheit entwickeln. Als Junger hat man natürlich in den 70er Jahren, 80er Jahren, war Raumschiff Enterprise die Kultserie. Also in der Schule, Raumschiff Enterprise, die Rollenspielchen, die haben alle nachgemacht. Aber ich habe in der Schule nicht gewusst, dass Raumschiff Enterprise eigentlich eine Multikulti-Gesellschaft war. Also das war so nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem sich Millionen von Menschen gegenseitig umgebracht haben, hat dieser Science-Fiction-Autor irgendwie, wie bringt man Frieden auf den Planeten und hat sozusagen die Brücke von der Raumschiff Enterprise mit verschiedenen Nationen ausgestattet. Ob das der Chinese ist, der Russe, das Bock ist sozusagen eine Rolle, die erst der Religion kommt, da könnt ihr mal nachschauen. Also die Lieutenant Uhura als schwarze Amerikanerin, aber natürlich die Führung war USA, das hat man natürlich damals so gesehen. Aber diese Sendung ist 1966 sofort abgesetzt worden. Warum? Weil nach den damaligen Rassengesetzen, welche Rassengesetze, ich sage nicht, das war so, die haben es verboten, dass ein Weißer eine Schwarze küsst. Die Schwarzen untereinander, die Weißen untereinander, die nicht küssen dürfen, aber nicht Teile, also so ein Schwarz und Weiß, das war verboten, haben sofort abgesetzt, diese Serie. Gott sei Dank sind sie Richtung Mond geflogen. Es war so eine Nachfrage nach Science-Fiction-Sendungen, dass sie Raumschiff Enterprise noch einmal sozusagen aus der Schublade geholt haben. Und das war dann die erfolgreichste Fernsehserie der Welt. Also in dem Sinn, wie sagt man, die Bevölkerung ist oft ein bisschen gescheiter als wie die, die glauben, sie müssen uns nach irgendwelchen Rassengesetzen erziehen. Aber das gehört auch dazu, nicht? Weil ich den ganzen Planeten betrachte, dann kann ich nicht sagen, hier ist die Grenze, hier leben die Weißen und hier leben die Schwarzen oder
was das, jede Ortstafel und ein Stamm gegen den anderen, also diese Art von Denkweise, die ist absurd für einen Außerirdischen. Man kann auch 2015 die Erde von außen anschauen, jeden Tag. Also man kann unten, ich habe den Link, dann sieht man da jetzt nicht, aber der ist auf der PowerPoint dann oben. Man könnte jeden Tag sagen, hallo Erde, wie geht's dir? Das geht seit 21.10.2015. Das habe ich auch gemacht, habe das Bild runtergeladen für einen Vortrag und dann schaue ich, habe das Bild immer, oh, komisch, da sind ja schon wieder diese braunen Wolken, die hier in Borneo sind, die haben wir vorher schon kurz gesehen, also in Indonesien, das ist ein Äquator, und hier sind halt sehr viele Palmölplantagen, die bei uns als Futtermittel, als Biosprit oder in die Lebensmittel teilweise ist, aber da sieht man auch, der Ausländische wieder anrufen und sagen, hallo, was ist mit euch los, was tut ihr da unten, warum brennt es da schon wieder? Aber ich sage jetzt, weil ihr werdet jetzt in die Medien, heißt immer, ah, Globalisierung und die Chinesen und die, keine Ahnung, die Amerikaner, American First und die blöden Europäer und die blöden Inder, also immer dieses Kampf, der Kampfmodus bei diesem Begriff Globalisierung, aber ich sage jetzt einmal ganz normal, die Außenwahrnehmung von unserem Globus, das ist ja auch eine Art der Vollendung der Globalisierung. Wir sitzen auf den einen Planeten und wir müssen uns jetzt vernünftig untereinander, wie sagt man da, beherrschen lernen. Beherrschen meine ich wirklich mit, wir müssen jetzt einmal respektvoll mit uns umgehen lernen. Und jetzt gehe ich weg von diesem ganz großen philosophischen globalen Sichtweisen auf eine ganz kleine Kreislaufgeschichte, weil wir reden ja immer, was du musst regional einkaufen, da bist du Klimaschützer und bla bla. Aber es gibt da mal so ganz interessante Sachen, die auch Jahrtausende alt sind. Man muss ja auch eben in der Vergangenheit schauen, damit man weiß, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Das macht die Klimaforschung mit den Klimamodellen. Und da steht, jeder Fremde habe Herberge und Speise zu bekommen, doch man ließ ihn nicht gleich gehen. Vorher musste er sich erst auf dem Gelände des Gastgebers diskret verziehen zum Düngen. Das ist nämlich, in der Schule läuft das unter sinnerfassendem Lesen. Ich übersetze es gleich. Also, die Chinesen haben hier 4000 Jahre lang die Böden erhalten. Die sind nicht erodiert, die sind nicht vergiftet worden. Und jetzt sind alle Forscher dorthin gefahren und haben sie gesagt, puh, warum ist der Boden dort so fruchtbar? Warum sind die Nährstoffe da? Gell? Und da hat es ein Grundprinzip gegeben, ja, jeder Gast, der gekommen ist, hat so viel wie möglich zum Essen bekommen. Und der hat aber müssen dort vor Ort aber auch aufs Klo gehen. Also er muss so lange bleiben, bis sozusagen er wieder diese Nährstoffe, die er bekommen hat, wieder vor Ort lässt, damit die Pflanzen, dass der Kreislauf geschlossen ist. Bei uns ist nämlich jetzt etwas anders, wir gehen aufs Klo, wir betätigen die Klospülung und denken gar nicht nach, was dann der Kläranlage ist. Also da sind wir weit getrennt, also dieser Kreislauf ist nicht mehr. Aber wir müssen in diesem Spannungsfeld hier, der kleinste romantische Kreislauf, die haben sogar eine eigene Kloarchitektur entwickelt, weil das Klo ein wichtiger Ort natürlich ist, weil dort eben sozusagen die Düngemittel entstehen und den ganz globalen, den ganzen Planeten umfassende Denkweise. Nicht? Also das ist neu, das ist alt, aber wie bringen wir diese zwei Leitplanken zusammen? Und wir müssen uns zwischen diesen zwei Leitplanken vernünftig als Menschen bewegen. Das ist nämlich keine einfache Sache. Und essen tun wir nicht sehr viel. Das ist, glaubt man ja nicht. Man isst ja jeden Tag ein bisschen, aber übers Jahr dann gesehen ist das ein Riesenhaufen. Und natürlich ist in jedem Lebensmittel irgendwie Energie drinnen. Natürlich, wenn es irgendwo so normal wächst, dann ist es jetzt keine, ist es eine gute Energie und Nährstoffe und Humus und alles. Aber wenn man natürlich dann sehr viel Erdöl in die Produktion gibt, dann wird das natürlich alles auch in Klimagasen sozusagen umrechenbar. Und das ist so ungefähr ein 20% oder bis zu einem Drittel unserer Energie verbrauchen wir mit Ernährung. Also es gibt die Heizung im Wohnen, und also Wohnen ist ein Drittel, die Mobilität, also unser Mobilitätsverhalten ist ein Drittel der Energie und dann das andere Drittel ist dann die Ernährung. Und ein bisschen möchte ich in diese Richtung denken, weil es gibt nämlich jetzt positive Möglichkeiten und negative. Ne? Also es gibt sich zu ernähren im Gleichgewicht, aber es gibt halt auch Ernährungsstile, die sehr viel Energie, fossile Energie verbrauchen, also auf Basis von Erdöl, Kohle und Erdgas. Ja? Dieser Ort, der existiert wirklich, der ist in Niederösterreich, der heißt Fleischessen. Also mein Hund damals, der wollte nicht in die richtige Richtung schauen.
Aber ich habe mir gedacht, das ist so ein interessanter Ort, der in Niederösterreich existiert. Und natürlich gibt es dann in der Öffentlichkeit immer wieder Diskussionen, oh, der Vegetarier sagt, ich bin der bessere Klimaschützer und der Fleischesser ist der schlechtere Klimaschützer. Ich glaube, diese Polarisierung, die können wir uns nicht erlauben. Das geht nicht wirklich. Man muss einfach denken lernen, um was geht es eigentlich. Und bevor ich jetzt über die Tiere rede, das Fleisch essen, muss ich ja mal überlegen, wir sind ja auch nichts anderes als wie ein Haufen von Wasser, CO2, also wir bestehen aus den gleichen, wir sind die gleiche Chemie wie jedes Lebewesen, gell, von Säugetieren, Rindviech oder Schwein oder sonst was. Und da tut man messen, wie sie pforzen und rülpsen, die Kühe und die Schafe. Aber jetzt frage ich einmal ganz provokativ, wie viel Gramm CO2 atmet ein Mensch pro Tag aus? Gell? Ich sage euch gleich die Antwort, es sind 700 Gramm. Ja, und jetzt kann ich ja auch ein Populist, also kennt ihr das von der Politik, gell, wenn die Populisten einfach nur so reden, damit sie gewählt werden. Und ich bin jetzt auch ein Populist, ich rufe die Kronenzeitung und sage, ah, es gibt 8, 9 Milliarden Menschen und jeder emittiert 700 Gramm und das tue ich dann multiplizieren und dann schreibe ich Überschrift auf der Kronenzeitung, die Menschheit emittiert pro Tag so und so viel CO2 und wie gefährlich, nicht? Ist natürlich schwierig, sowas kann man nicht schreiben. Ich kann nicht sagen, tut's weniger atmen, gell? Bleibst liegen im Bett, weil dann bist du weniger klimaschädlich. Also lauf ja keinen Marathon, weil dann tust du noch mehr CO2 ausatmen, weil dich dann der Stoffwechsel angekurbelt wird. Gell? Aber bei den Tieren, da gibt es dann immer, ja, also das ist -25%, das ist -30%. Also der Konsument wird ganz verwirrt, logischerweise, weil eben hier sieht man so ein Foto, da wird gemessen und da wird gesagt, ah, die Kuh emittiert so und so viel Gase. Ja? Aber das sollte man nicht machen. Nicht? Die Kuh, die auf einer Wiese steht, die kann nie ein Klimaschädling sein, weil die Wiese ist aus Kohlenstoff, die Kuh besteht aus Kohlenstoff, der Fladen, der runterfällt, fällt ja wieder sozusagen auf den Boden und baut den Humus auf, die Bodenlebensmittel. Das ist ein Oberflächenkreislauf, so ähnlich wie bei den Chinesen, die diese Kloarchitektur entwickelt haben, weil sie eben die Gastfreundschaft so gut gehalten haben, dass jeder was zum Essen bekommt, aber er muss dort aufs Klo gehen. Und so ein Tier ist natürlich nicht verbunden mit den fossilen Lagerstätten. Also die Kuh steht jetzt nicht mit dem Strohhalm auf der Wiese und zuzelt Erdöl oder Erdgas aus der Wiese raus und ist dadurch klimaschädlich. Nein, das ist zu dem Gleichgewicht. Also eine Kuh von der Wiese, da kann ich sagen, okay. Die Frage ist nur, wie viele Kühe gehen auf die Wiese rauf? Wenn ich jetzt 100 Kühe auf einen Hektar drauf tue, dann ist natürlich der Boden kaputt. Also es geht immer nur auf andere Ebenen, muss man immer das Gleichgewicht halten. Ganz verrückt sind zum Beispiel auch die Australier. Also ihr dürft jetzt nicht glauben, dass jetzt die gescheiten Leute, die Präsidenten, wenn sich die bei Klimakonferenzen treffen, dass die alle so wirklich tolle Sachen für den Planeten wollen machen, sondern die sind auch oft sehr nationalistisch, populistisch und wollen sozusagen zu Hause so weitermachen wie bisher, fahren zwar zu den Verhandlungen hin, da treffen sich 180, 190 Staaten und die müssen sich jetzt da auf einen Kompromiss einigen. Also wer so und so viel Gase emittiert, so viel Erdöl verbraucht, muss zum Beispiel jetzt in den nächsten 10 Jahren 10% einsparen. Und da will nicht jeder irgendwie einen Ausweg finden. Die Australier sind zum Beispiel 2010 zu den Klimaverhandlungen gefahren und gesagt, ja, wir bringen alle Kamele in Australien um, dann haben wir das Klimaziel erreicht. Und da sind nicht die anderen Staatsoberhäupter gesessen und gesagt, pff, was ist mit die Australier los? Erstmal, warum Kamele? Nicht? Da gibt es Koalas und Kängurus. Keiner hat gewusst, was wollen die mit den Kamele? Ja, die Kamele, die waren im Outback, weil die hat man gebraucht für den Eisenbahnbau. Da hat man die Afghanen sozusagen als Arbeiter gebraucht. Die haben die Lasttiere, die Nutztiere, die Kamele mitgenommen und die Afghanen haben sie nach Hause geschickt. Und die Kamele haben sich im Outback vermehrt. Das sind 1 Million Kamele und jedes Kamel emittiert so eine Tonne CO2 im Jahr, also durch Rülpsen und Pforzen. Und da haben sie gesagt: Okay, wir bringen die 1 Million um. Und das ist dann sozusagen wie wenn 300.000 Autos weniger werden. Gell? Natürlich sind die anderen auf dem Klimakonferenztisch gesessen und gesagt,
Okay, das geht ja nicht, gell? Man, das ist eine Idiotenidee, gell? Aber da sieht man, wie, was für Möglichkeiten es gibt, wie die anderen so wie beim Kartenspiel reinkommen und sagen, puh, gell? Also der will mir wohl über den Tisch ziehen, gell? Aber sieht man, so viele Dinge auf der Welt sind ein bisschen kompliziert. Gell? Wichtig ist eigentlich einmal nachzudenken, wenn ich das ganze Leben betrachte, nicht? Weil das Klima ist ja auch so, wir müssen in die Zukunft, in die nächste Generation denken. Da kann ich jetzt nicht in den Supermarkt gehen und sagen, ja, heute darf ich kein Fleisch essen, weil das hat 50 Gramm oder das hat 100 Gramm. Ich glaube, das ist nicht, da kriegt man keine emotionelle Bindung oder keinen Sinn dahinter, außer für ein paar Intellektuelle, die das jeden Tag üben. Und wenn man hier zum Beispiel nur die Frage stellt, ja, wie viel die Tiere isst denn eigentlich ein Durchschnittsmensch in Deutschland, in Österreich? Gell? Also ich gebe euch gleich die Auflösung. Es sind 1000. Ja, natürlich wird jetzt jeder von, na, so viel ist sie nicht, 1000, gell? Aber ich setze dann die Auflösung. Also, sind das meiste, was man essen soll im Leben, sind Hühner. Gell? Das sind ja ein bisschen mehr als 1000, das sind 1287 Tiere, denn die Fische auch noch dabei, aber gell? Also sind ungefähr 5,9 Tonnen Fleisch im Leben, ich sage mal von 0 bis 80, durch ein Baby mitgerechnet, genauso wie ein Pensionist, der gar nicht mehr viel isst, aber. Das muss man irgendwo mal herkriegen. Gell? Also diese Art von Stelle, wo sind die Tiere? Ne? Ich müsste jetzt nur mal fragen, wer zum Beispiel im Bezirk Leibnitz in der Oststeiermark das letzte Mal ein Schwein auf der Wiese gesehen. Also der kriegt von mir ein Plus, aber ich denke mal, das ist ganz, ganz selten, dass man ein Schwein im Freien sieht. Die Kühe in den Alpenraum sieht man des Öfteren, aber es sind auch nur mal sehr wenige. Die Hühner. Auch ganz selten, also die meisten sind in Boxen, wo man nur draußen ein Silo sieht und Lüftungssysteme, Fenster haben natürlich auch keine, also die sind sozusagen untergebracht, ganz versteckt. Gell? Also der Mensch soll das nicht unbedingt sehen, wie die Tiere gehalten werden, weil sonst würden sie im Supermarkt vielleicht nicht so leicht hingreifen in das Zellophan verpackte Sonderangebot. Aber das ist natürlich auch ein Problem der Wahrnehmung. Gell? Aber wenn man mal über das nachdenkt, dann könnte man sich überlegen, was ist da gesund? Und natürlich, jetzt kommen wir ein bisschen auf diesen Spannungsbogen. Wie geht das, dass bei uns so viele Tiere erzeugt werden oder in den Ställen steht, ohne dass man sie im Freien sieht? Weil eigentlich müssten die ja irgendwo auf der Wiese stehen und auch sozusagen Gras fressen oder ähnliches. Und dann kann man natürlich als Außerirdischer die Position wechseln, raus in den Weltraum, und da sieht man, aha, in Brasilien gibt es schon wieder Riesenbrände, da ist der halbe Kontinent unter Rauch. Und da kann man schon eine kleine Verbindung herstellen und sagen, ja, es gibt halt viel Futtermittel, die aus diesen Ländern kommen, die bei uns nicht sichtbar sind. Nicht? Also da ist der Boden für die Futtermittel ist außerhalb von Europa und der wird dann sozusagen nach Österreich geschickt. Bei uns sind ja die Weiden, vor 100 Jahren waren noch die Weiden vor Ort. Also da hat man gesagt, das Essen ist rund um den Kirchturm. Man sieht hier Aspang, das ist in Niederösterreich, oder die Dreifelderwirtschaft. Also man hat noch vor Ort sozusagen die Futtermittel hergestellt und die Tiere sind natürlich auch dementsprechend im Umkreis gewesen, zumindest auf der Wiese des Öfteren. Und jetzt 100 Jahre später, das ist das Jahr 2000, sieht man natürlich, die Biomasse wächst beim Fenster rein. Also die Bäume, die Weiden sind weg. Jetzt sind ja die Tiere nicht unten im Supermarkt, Garage, sondern die sind halt jetzt irgendwo in Ställen und werden auch nicht mit den Ästen von den Fichten gefüttert, sondern irgendwo muss Mais, Soja und all diese Dinge herkommen. Und diese Sachen werden natürlich am Weltmarkt eingekauft, nicht? Und je besser sozusagen die Handelsbeziehungen, wir sind nicht die Reichen, wir können das billig einkaufen. Wir veredeln sozusagen das billige Sojaschrott zu Fleisch, aber die Menschen in Brasilien, die dürfen für uns hunderttausende Tonnen Soja anbauen. Das hat für denen unten nicht viel Sinn, nicht? Weil das ist Monokultur, riesige Flächen, nur leer mit Soja. Und ihr müsst euch vorstellen, jeder von uns müsste eigentlich über 80 Kilo Soja im Jahr essen. Das essen nur die Tiere, weil der Mensch isst das nicht. Außer die Soja, die nicht der Vegetarier isst. Aber das sind Lebensmittelsoja, das hat mit dem Futtermittel nichts zu tun. Ja?
Also das müsste man sich immer vorstellen, dass nicht immer im Fleisch vorher, wie sind da, Fleisch ist Verdichtung. Ich war zum Beispiel lange Vegetarier und als Vegetarier musst du mehr Kilo essen. Also ich als Vegetarier isst man zum Beispiel 700 Kilo im Jahr. Also man ist im Stoffwechsel mehr, man pfortzt natürlich als Vegetarier auch mehr ein bisschen. Gell? Und ein Fleisch ist ja schon verdichtete Energie. Deswegen ist ein Fleisch, es isst eigentlich nur 500 Kilo im Jahr, weil natürlich die Energie schon im Fleisch drinnen verdichtet ist. Gell? Also so konzentriert. Und um das geht es eigentlich. Und deswegen gibt es verschiedene Tierarten, die so und so viel Kilo Futtermittel brauchen, damit sie ein Kilo erzeugen. Also das Huhn ist das effizienteste. Dann kommt Schwein, Schaf, Rind, Viech, das braucht am meisten Futtermittel, bevor es ein Kilo Fleisch selbst erzeugt. Natürlich, die Welt ist ganz, ganz anders, wie wir uns das oft vorstellen. Wir haben ja kein Gefühl. Ich habe keinen Sensor, den ich da so hoch tue oder eine Drohne, die fliegt rauf und sagt mal, schauen wir mal, wie es da ausschaut. Und wenn wir zum Beispiel, wenn ihr wissen wollt, wie groß die landwirtschaftliche Nutzfläche, also Nutzfläche ist wirklich nur, wo was angebaut wird, was wir brauchen. Ob das jetzt eine Kuh auf der Weide ist oder Soja. Und die landwirtschaftliche Nutzfläche von Brasilien, die ist so groß wie Indien. Gell? Also das ist unvorstellbar, nicht? Weil Indien, das ist ein Subkontinent. Gell? Aber wenn man die Karte richtig lesen lernt, dann sieht man hier eine Projektion, wo alles flächentreu ist. Weil das ist ja auch verzerrt. Wird man so, der Globus wird sozusagen aufgeplatscht und da lernt man, gibt man, da ist alles ein bisschen verzerrt. Und hier wird sozusagen wirklich die Fläche genau abgebildet. Und man sieht natürlich, Indien ist relativ klein und würde da in Brasilien locker reinpassen, also nur, wo was angebaut wird. Und das natürlich in Konkurrenz zu setzen mit europäischen Bergbauern, das funktioniert natürlich nicht, weil dort kann man natürlich Regenwald abbrennen, man kümmert sich nicht um die Leute, die dort leben, das Justizsystem nicht so gut. Also das ist schon eine sehr komplexe Geschichte, denken müsste. Das ist zum Beispiel so eine Monokultur, also das ist nicht mehr mit vergleichbar mit dem Maisfeld in der Oststeiermark oder im Leibnizer Feld, da ist ja auch nicht so einfach mit der Landwirtschaft, das ist schon intensiv, aber trotzdem natürlich nicht vergleichbar mit Brasilien. Und natürlich, wenn hier die Flächen besetzt werden, die Ackerflächen, und wir sehr viel Fleisch essen, dann hängen wir natürlich mit diesen Ländern auch zusammen. Wir können nicht sagen, das geht mir nichts an, die leben nicht auf einem anderen Planeten und wir leben nicht auf einer Insel, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn es manche glauben. Manche Politiker glauben wirklich, wir sind eine Insel. Das wird sich nie ausgehen. Und Kriege entstehen natürlich, wenn man fremde Flächen besetzt. Das war immer in der Geschichte so. So, deswegen bin ich natürlich ein Fan von ganz normalen, banalen Prinzipien. Also ich will jetzt keine Zahlen lernen, sondern die Frage ist ganz nett und die sagt alles, diese Werbebotschaft, weil wir trinken, was sie isst. Also die Kuh, die auf der Wiese steht und die Kräuter und die Pflanzen dort isst, das wird von ihr zur Milch gemacht. Und wenn wir das natürlich trinken, dann trinken wir das, was die Kuh hoffentlich auf der Weide gegessen hat. Und beim Biolandbau ist diese Gesetzmäßigkeit gegeben. Also da ist die beschäftigt sich mehr mit diesem Kreislauf. Bei den anderen, die nicht im Bio zertifiziert sind, weiß man nicht, da ist die mit Gentechnik, Futter von, also mit Soja von Brasilien gefüttert worden, da wird so, die Milch ist auch weiß, also da ist keine andere Farbe oder sonst was, aber eben eine andere Art von Produktion. Natürlich ist die Biomilch teurer, weil die Kuh nicht länger auf dem Feld steht, die wird nicht dazu gemästet, wenn man so sagen darf, gell? Und das Biogütesiegel ist auch geschützt, also da ist der Betrug kaum möglich, also da gibt es auch Gerichtsverfahren, wenn man sagt, das ist Bio und verkauft und es ist gar nicht Bio, also da, das geht nicht mehr, Gott sei Dank. Okay? Und wenn ich euch was bitten würde, dann, oder was die wichtigste Aufgabe ist, man muss lernen, was die Werbung mit einem macht. Also die Werbung macht uns zu teilweise wie Schafherde. Gell? Aber wenn man mal lernt, wie die arbeiten, dann ist es wie ein Aha-Erlebnis. Dann denkt man sich, hä, wie blöd halten mich wie blöd halten mich die eigentlich? Ein Beispiel ist zum Beispiel Salz, das Millionen Jahre hält, mindestens haltbar bis 12. 1924.
ist irgendwie ziemlich absurd, auf Salz ein Ablaufdatum zu gehen. Nicht? Oder wenn man da oben ist Bier Österreich und unten steht Herkunftsland Argentinien, geht nicht um Gut und Böse, aber dass man einfach die Dinge liest. Gell? Oder wenn McDonald's eine Werbung macht, 100% Rindfleisch aus Österreich, stimmt, da ist überhaupt nichts falsch. Aber du musst ihn fragen, woher ist das Futtermittel? Gell? Ist die Kuh auf der Wiese gestanden, das ganze Leben oder Ding? Ob das Rindfleisch aus Österreich ist eigentlich, das ist kein Kriterium. Gell? Das ist, natürlich gibt es die gemutierte Kuh mit einer Österreich-Karte oben, gell? Aber das ist auch eine Erfindung von McDonald's. Oder eben, andere Gedankenaufgabe ist, wenn wir jetzt zum Beispiel aus Argentinien die riesigen Häufen von Soja nach Österreich bringt, dann müssen 10 Schiffe fahren, um hier in Österreich 1 Kilo Fleisch zu machen. Nicht? Also, weil die Kuh wird ja sozusagen von Mengen aus Argentinien, wird hier Fleisch verdichtet. Nicht? Die brauchen 10 Kilo für 1 Kilo. Da könnt ihr sagen, na, eigentlich ist es vielleicht sogar besser vom Klimaschutz, die Kuh läuft in Argentinien in der Pampa herum, bei den Gauchos. Übrigens das beste Fleisch der Welt, weil die immer im Freien ist. Und bringst mit dem Kühlschiff rüber und esse gemütlich ein argentinisches Rindfleisch, ist es vom Klimaschutz ja sicher nicht schlechter als wie ein oberösterreichisches regionales Rindfleisch. Da steht übrigens dann drinnen 0,7 Gramm. Das ist sozusagen, da wird der Konsument für völlig blöd verkauft. Gell? Und das Argentinische ist böse, das geht nicht. Es gibt kein Gutes und Böses. Es gibt nur, wie hat die Kuh vorher oder das Rind vorher gelebt? Das ist für mich Gut und Böse. Und nicht, ob das 0,7 oder 282,4 Gramm. So genau kann man es nie rechnen. Das ist schwerster Werbeschmäh. Oder ganz lustig, also wenn Sie zum Beispiel reingeht, Eierschwammerl aus Österreich, und da steht unten Ursprung Bulgarien, Serbien, da muss man schon, wie sagt man da, wer hält da wen für blöd, gell? Also überall, einfach lesen, dann lernt man eigentlich relativ viel, wie das ist, gell? Das fängt nicht bei Red Bull an, auch ein sonderbarer Marketing-Gag, weil ich immer wieder erstaunt, wie Menschen Milliarden verdienen können mit Dosen, wo eigentlich, naja, nicht besonders viel drin ist. Der Höhepunkt, das war auch einmal in der Steiermark, da war Bauernhofgarantie mit einem Haifischsteak oben. Wie gesagt, zur Wiederholung, Bio ist geschützt, gell? Da kann kein Betrug passieren. Bei den anderen ist es oft immer wieder erstaunlich, wie sich Fehler einschleichen. Möglicherweise hat es diesen Haifisch gegeben in einem Swimmingpool. Wir haben ihn nie gefunden. Es kann durchaus sein, dass auch ein Haifisch in einem Swimmingpool in einem steirischen Bauernhof war, aber ich glaube, hat sich einfach der Stempel verirrt. Und wichtig ist natürlich auch, wenn man nur Klima hört, Klima ist ein schwieriger Begriff, ist alles abstrakt, gell? Aber man muss ja auch immer an die Menschen denken, die arbeiten, gell? Also man kann nicht über den ökologischen Fußabdruck reden, ohne den sozialen Handshake sozusagen dazu zu denken. Ne? Ich kann nicht Bio sein und Baumwolle pflücken, das kennt man aus der Sklaverei. Gell? Das ist nicht schön ökologisch, aber wenn der Mensch oder egal wie, zwar klimaschonend oder weniger Energie verbraucht, kein Erdöl auf dem Feld ist, sondern eben Baumwollpflücker, dann hat das überhaupt keinen Sinn. Also das muss man immer mitdenken, sozusagen. Ökologie und Menschenrechte, das sollte gemeinsam gedacht werden. Und da fehlt es auch oft. Und deswegen ist sehr wichtig, also wenn mir vor Ort einen Weltladen hat, ich weiß nicht, glaube ich, wo der nächste ist, ob in Feldbach oder in Gleisdorf oder wo immer. Also dieses Geschäft hat nur Produkte, wo die Bauern mit Sicherheit außerhalb von Österreich auch ihr Geld bekommen. Weil man glaubt gar nicht, wie Menschen ausgebeutet werden. Wir sind noch nicht weit weg von der Sklaverei. Also da gibt es einiges noch zu tun. Auch wenn die Werbung so tut, wie immer alles so schön und nett werden. Es gibt das Fairtrade-Gütesiegel. Hier kann man zumindest in Ansätzen schon eine Orientierung haben, damit man was besser macht. Aber in Wirklichkeit geht es darum, es dürfte nirgends auf der Welt Ausbeutung und Sklaverei geben. Man müsste jedem Bauern auf der Welt einfach seinen gerechten Lohn bezahlen, weil jeder Bauer will seine Kinder in die Schule schicken und zumindest ein erträgliches Leben führen können, damit er essen, trinken, schlafen kann, ohne dass er sich sozusagen irgendwo in einem Verschlag befinden muss.
Und da, glaube ich, sollte man weniger mit Siegel arbeiten, sondern das muss eigentlich der Gesetzgeber oder so im internationalen Bereich sowieso machen. Aber das ist leider nicht so einfach. Wichtig ist auch, wenn ihr zu Hause jemanden in der Nähe habt, zum Beispiel eine Bäckerei ist eine immens wichtige Institution. Wenn der Bäcker noch Getreide aus der Region verwendet, dann hat man schon gewonnen. Aber es ist nicht so einfach, nicht? Wenn man jetzt so zum Hof reingeht, die Backstuben und so weiter, da werden halt irgendwelche Mischungen schnell hinten ausgebraten oder wie nennt man das, aus dem Backofen. Aber das ist nicht wirklich gut, sondern gut ist, wo sozusagen auch der Mensch, der Arbeitsplatz, alles vor Ort nur ist. Also gewisse Kreisläufe muss man auch immer im Sozialen sehen, weil das ist nämlich der Arbeitsplatz auch so. Ich hüpfe jetzt da ein bisschen drüber, gell, damit ich nicht, das ist jetzt, damit wir jetzt schnell zum Schluss kommen. Also hier haben wir gesunde Ernährung, ist eigentlich das Wichtigste für den Klimaschutz. Also ich kann jetzt nicht sagen, tut so und so Minusprozent und da Minusprozent und das. Es ist so einfach, sich vernünftig zu ernähren. Ein Arzt, der so ein Krebsforscher war, der war vor mir mal, der hat eigentlich das Gleiche zum menschlichen Körper gesagt, wie ich zum ganzen Planeten. Und er hat gesagt, ja, gesunde Ernährung, logisch. Wenn du nur Alkohol trinkst, Zucker und Fleisch, dann wirst du nicht relativ schnell krank. Und das ist nicht gesunde Ernährung. Wenn du dich gesund ernährst, dann bist du sozusagen eh im Kreislauf mit der Natur. Dann ist sozusagen, dann bist du das System wie die Kuh auf der Wiese. Gell? Und natürlich ist es gut, wenn man auf der Wiese ist, dass es biologischer Landbau ist und nicht mehr alles zu Tode gespritzt und Monokulturen. Es geht ja auch um die Artenvielfalt und so weiter. Unterschieden haben wir uns natürlich mit dem Krebsforscher da beim gerechten Handel, weil das war bei ihm nicht so. Da hat er den Zigarettenrauch gehabt sozusagen und ich habe den brennenden Regenwald so als Gleichnis da irgendwie zur Schau gestellt. Und wichtig ist natürlich auch die regionale Vermarktung, weil wenn man vor Ort den Arbeitsplatz hat und es zum Sozialleben braucht man nicht eine Arbeit, das hält dann nicht auch gesund. Jeder weiß, wenn man sich sinnlos fühlt, dann ist man echt Ding. Also ich habe da relativ viele Jahre in Sinnlosigkeit verbracht. Also ich weiß nicht, wie schwer das ist, wenn man so halb depressiv durch den Tag geht und man denkt, ach Scheiße. Gell? Aber solche Dinge sollte man sich im Hinterkopf behalten. Das ist meine Gesundheit. Gell? Es ist nicht wichtiger, die Autofelge, die darf nicht mehr wert sein als, oder der Sprit vom Auto muss super, keine Ahnung, Oktanzahl haben und selber haue ich mir dann den letzten Dreck rein und das Auto darf das beste Öl nur haben. Also da muss man schon nachdenken, was vielleicht wirklich wichtig ist, weil das Auto ist eine Rostschüssel, aber ich bin ja keine Rostschüssel. Okay? Dann haben wir ein gesundes Klima im Darm und in der Atmosphäre, auch ein Gleichnis, nicht? Da kann ich gemütlich pfurzen und die Atmosphäre freut sich. Und was eine ganz so schlaue Geschichte ist, wenn man selber kochen lernt mit guten Lebensmitteln, weil dann merkt man auch, wie was riecht und sonst wie ist. Gell? Wichtig ist, Klima ist eigentlich, wie leben wir auf dem Planeten zusammen? Gell? Wie benehmen wir uns? Hat jeder zu Hause einen eigenen Swimmingpool? Ist es nicht besser, wir treffen uns am Nachmittag im Freibad oder am Teich und tun da gemeinsam Fußball oder Volleyball spielen und ich brauche nicht, jeder braucht zu Hause ein Swimmingpool. Natürlich, manche leben so isoliert und tun in Konkurrenz zwischen den Nachbarn. Aber ich glaube, damit retten wir nicht die Welt. Ja? Hier ist noch eine Geschichte, die finde ich sehr, sehr anschaulich, um zu zeigen, was geht es eigentlich im Leben. Gell? Und ich lese jetzt noch schnell vor, die langen Löffel. Ein Rabbi bat Gott einmal darum, den Himmel und die Hölle sehen zu dürfen. Gott erlaubte es ihm und gab ihm den Propheten Elia als Führer. Elia führte den Rabbi zuerst in einen großen Raum, in dessen Mitte auf einem Feuer ein Topf mit einem köstlichen Gericht stand. Rundum saßen Leute mit langen Löffeln und schöpften alles dem Topf. Aber die Leute sahen blass, mager und elend aus. Es herrschte eisige Stille, denn die Stiele ihrer Löffel waren so lang, dass sie das herrliche Essen nicht in den Mund bringen konnten. Als die beiden Besucher wieder draußen waren, fragte der Rabbi den Propheten, welch ein seltsamer Ort das gewesen sein. Es war die Hölle. Daraufhin führte er in einen zweiten Raum, der genauso aussah wie der erste. In der Mitte brannte ein Feuer und kochte ein köstliches Essen. Leute saßen herum mit langen Löffeln in der Hand, aber sie waren alle gut genährt, gesund und glücklich.
Sie unterhielten sich angeregt, sie versuchten nicht sich selbst zu füttern, sondern benutzten die langen Löffel, um sich gegenseitig zu essen zu geben. Dieser Raum war der Himmel. Und ich glaube, mit dem werde ich mir jetzt sozusagen einmal vom zurückmelden und den Vortrag aufhören. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange geplappert und stehe jetzt natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Ja?